Servus YouTube und herzlich willkommen zum weiteren Vlog. Oh, nicht so viel Gas. Bisschen weniger. Ja, so. So, weiter geht's. Wir sind am Heuwenden mit dem 6810. Haben heute den 5. Mal noch mehr drüben weiter. Haben heute den 5. Juli. Ja, falls sich einige fragen, warum das bei uns hier so spät ist jetzt mit dem Heu. Das sind die letzten 8 oder 10 Hektar, glaube ich, die wir jetzt noch stehen haben. Die machen wir halt jetzt zu spät, weil es immer geregnet hat. Wir brauchen ja fürs Heu irgendwo 4-5 Tage. So ganz tippel mal ganz kann man schon geben. Wir brauchen ja fürs Heu irgendwo 4-5 Tage. Und jedenfalls, so kalt brauchen wir es vielleicht nicht. Jedenfalls hat es halt immer geregnet. Es waren mal immer so 2-3 Tage nur schönes Wetter. Das war uns zu kurz und jetzt haben wir Anfang Juli, jetzt ist wirklich mal anderthalbe Woche schönes Wetter gemeldet und da haben wir jetzt das Heu hingeklatscht. Man sieht es auch, es ist schon etwas älteres Futter. Es war, hätte auch vor 2 Wochen bei dem anderen Heu, das seht ihr dann beim Schwaden, da haben wir, das war das erste Heu, was wir gemacht haben. Das war so am 15. Juni rum, wenn nicht sogar noch früher vielleicht sogar, könnte es sein. Die Pressenaufnahmen vom Johannes, die wir damals gemacht haben, die musste ich leider löschen, weil da war kein Ton drauf, der hat vergessen das Mikrofon einzuschalten. Ja, deswegen, meine Schwaderaufnahmen sind was geworden, aber die GoPro-Aufnahmen von Johannes nichts. Den werde ich aber hier wieder die GoPro mitgeben, da kann ich hier wieder was Schönes zu erzählen, alles. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt am Wenden, Opa im Urlaub. Mit dem 6810 wenden wir, das ist jetzt das letzte Mal. Ich wende das jetzt quasi mit viel Geschwindigkeit und wenig Gas nochmal auf, dass das schon solche kleinen Schwaden hinten werden, dass das luftig da liegt. Morgen werden wir dann hier schwaden und das wegpressen und nach Hause schaffen. Und dann gibt es noch eine Sache, wir haben sogar schon angefangen zu dreschen. Wir haben die ersten 10 Hektar Wintergerste bereits gedroschen. Ja, da haben wir gestern angefangen. Am 4.7. ging es los. Hätten heute eigentlich weiter gedroschen, können aber nicht dreschen. Bei unserem Reifen am Mähdrescher, der Vorderreifen hat einen großen Schlitz, ungefähr so groß wie der Hand. Und da drückt es Luft raus. Das heißt, jede Stunde oder alle 2 Stunden Luft aufpumpen. Und jetzt haben wir einen neuen Reifen bestellt. Der kommt am Freitag. Heute ist Mittwoch. Also machen wir morgen ganz entspannt Heu weg und dreschen dann Freitag weiter. Außerdem haben sie am Wochenende 30 Grad gemeldet. Also es ist noch nichts verloren, wenn wir jetzt auch 2 Tage keine Gerste dreschen. Wie gesagt, ersten 10 Hektar Gerste sind ab. Wenn sie so bleiben, wenn alle Felder so sind, wie sie, wo man das jetzt, also nochmal, wenn alle Felder so sind wie das Feld, was wir gestern gedroschen haben, dann können wir sehr zufrieden sein, weil das war schon ein ganz schöner Berg. Mehr kann ich dazu dann im Gerstenvideo sagen. Ja, Mähdrescher hat jetzt, das kann ich erzählen später, was Mähdrescher alles neu hat. Wir haben nämlich einige neue Features an unserem Mähdrescher. Und naja, jetzt wie gesagt, werden wir hier mal schön das Heu wenden, dass wir nicht tatenlos rumsitzen. Und ja, jetzt draußen sind gerade aktuell 22 Grad, es ist sehr angenehm fürs Heu, das ist natürlich schon trocken, das hätten wir heute eigentlich schon pressen können, es hat aber heute früh einen Liter geregnet und da musste man das halt nochmal aufwenden, sage ich jetzt mal, dass das nicht passiert und dann wird das morgen ganz entspannt weggepresst. Ja, ansonsten weiß ich jetzt nicht, wie ich das Video zusammenstückeln werde. Weil, wie gesagt, ich musste Johannes seine Aufnahmen rauslöschen, weil die keinen Ton haben. Ich habe ja mit dem 6810 auch geschwadet.
Das wird jetzt, denke ich, der 65-30 hier machen. Der hat übrigens schon mal den dicken Reifen drauf. Wir sind ja fertig mit dem Pflanzenschutz und allem. Da haben wir den dicken Reifen bekommen. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann nach den schönen Drohnenaufnahmen von Wenden wahrscheinlich beim Schwaden wieder. Bis dahin, tschüss und ciao. Ja, weiter geht's im Bilder. Immer noch fleißig am Heu machen. Ja, wir sind hier auf der Wiese, wo wir letztes Jahr die ersten Versuche hatten mit unserer eigenen YouTube-Technik. Das ist hier eine relativ große Wiese, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt hier zwar ein bisschen Waldecke, das seht ihr ja schön, da wird der Ertrag nicht so ganz. Aber wenn wir mal hier zwischen Reihen fahren, dann seht ihr, hinter mir werden die Schwaden dann auch wachsen. Ja, heute gerade Bombenwetter. Wir haben jetzt außen Temperatur knapp 30 Grad. Also nichts, es gibt nichts Besseres als so Wetter zum Heu. Ja, bis jetzt haben wir, wenn wir die Wiese jetzt noch mit weg haben, haben wir zwei Drittel des Heus gemacht. Beim letzten Drittel kommt dann wahrscheinlich der Tino auch wieder. Mit dem hatte ich jetzt schon öfters Kontakt. Der will dann jetzt wahrscheinlich auch kommen. Und ja, dann eigentlich hätten wir heute vor ihm schon Aufgaben gehabt, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Und naja, jedenfalls erster Schnitt haben wir ja schon vor bereits gut einer Woche abgeschlossen. Waren insgesamt 101 Rundballen, Silo. Also sind wir sehr zufrieden. Ja, wie gesagt, ich schwad jetzt hier das Heu. Hab ungefähr eine Wiese Vorlauf zum Johannes, muss dann umsteigen auf dem Teleskoplader, weil das Problem ist, ihr werdet es vielleicht dann gleich mal sehen, wenn wir hier mal einen Berg hoch und runter gefahren sind. Die Wiese hier ist sehr hängig, so bei Rundballen, die haben dieses Problem, dass die gerne mal abhauen. Das heißt, die rollen dann einfach mal dorthin, wo sie nicht hin sollen. Und da haben wir hier links einen Teich und rechts ist der Orla und hinter uns ist ein Teich. Wenn die in den Teich rollen, war es das mit Heu. Deswegen schnappe ich mir dann den Teleskoplader und fahr dann nicht ballensam, sondern stoppt die quasi. Also sobald der Johannes die rausgeschmissen hat, das werdet ihr auch dann sehen, dann nehme ich euch mit, nehme ich die quasi mit dem Teleskoplader und stelle die so hin, dass er halt nicht abhauen können. So, jetzt sind wir hier schon im Grund der Wiese. Ich weiß nicht, ob ihr es hinten sehen könnt, wie es den Berg hoch geht. Aber ihr werdet es gleich sehen, hier geht es ganz schön mächtig den Berg hoch. Das ist mit einer unserer steilsten Wiesen hier, noch steiler als Rosendorf. Das ist noch eine härtere Hausnummer, also da wird es immer sehr lustig, wenn wir dort was machen. So, hier muss ich dann erstmal das Vorgewende schwaden. Ich mache erstmal Bahnen, weil das geht nämlich ein bisschen schneller. Wir fahren hier jetzt mit knapp 8 km/h. Ich habe 300 Zapfwellenumdrehungen, 320 Zapfwellenumdrehungen. Reicht eigentlich, weil dann wird es heute nicht so zusammengeknallt. Dann wird das quasi schön locker abgelegt auf dem Schmat. Und liegt dann schön locker und luftig nochmal die Stunde jetzt, bis es gepresst wird, auf dem Schmat quasi. Weil wenn ich hier mal Zapfwellenumdrehung gebe, wurstelt der das ja richtig doll zusammen, sage ich mal. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? 30 Grad ist nicht schön. Also ich bin ehrlich, ich bin eigentlich ein Mensch Frühling oder Herbst. Weil bei mir ist bei 20, 25 Grad Schluss. Also von mir aus kann es das ganze Jahr 20 Grad sein. Aber wärmer muss es nicht sein, weil ich merke es jetzt hier gerade. Ich habe zwar nicht volle Stufe, weil wenn ich volle Stufe mache, werdet ihr mich wahrscheinlich nicht verstehen. Der Frontlader macht schon relativ kalt.
Aber es ist halt trotzdem noch, durch die ganzen Glasflächen wird es halt schon noch relativ warm. Da würde ich schon gerne jetzt ein 6R oder ein 6530 Premium haben, die kühlen ganz anders. Ja, ansonsten haben wir heute den 12. Juni. Wir sind immer noch eine Woche vorher mit dem Heu, als wir sonst sind. Normalerweise sind wir so Mitte, Ende Juni mit dem Heu. Also wie gesagt, es soll wahrscheinlich, wir hatten jetzt mal Regen zwischenzeitlich. Wir machen immer ein Drittel. Wir machen immer ungefähr 10 Hektar Heu wegschaffen, 10 Hektar Heu wegschaffen. Und wir hatten zwischen dem ersten Ruck und dem zweiten Ruck, hatten wir, ich glaube, 12 Liter Regen oder so. Das hat man bei den Zuckerrüben sehr gemerkt. Das war wirklich sehr schön. Also die sind jetzt mittlerweile rein schon fast geschlossen. Bei den Erbsen war es auch gut. Und bei den Wiesen, die wir als erstes gemacht haben, die treiben sogar schon wieder frisch aus. Also das war eigentlich quasi sehr schön, dass das mal geregnet hat. So, jetzt haben wir mal hier in diese Ecklage hier rein. Ja. Ihr seht vielleicht immer mehr, wie es hier am Berg hoch geht. Also das ist, es ist zwar eine sehr schön große Wiese, aber so schön groß wie die Wiese ist, wenn sie eben wäre, wäre sie schöner. So, jetzt heben wir Kreisel hoch und rückwärts raus. Na komm. So, jetzt fahren wir hier unten lang. Hoppala. So, ihr seht es jetzt vielleicht schon, Waldecke wird ein bisschen schattig, ganz schön hier hinten. So, eins runter, zweiten Kreisel machen wir auch runter, genau, und los geht's. So, ja, wie gesagt, würde ich halt, Klimaanlage ist ja zwar auch drin, aber die kühlt halt bei weitem nicht so runter wie bei den anderen Traktoren. Ja, ansonsten bis jetzt haben wir gepresst, glaube ich, 75 Heuballen, 76 Heuballen von ein paar Ecken, sag ich mal, also wirklich Ecken. Ich denke mal, heute werden bestimmt die ersten 100, 150 Rollen werden wir heute machen. Also es wird jetzt kommen wir nämlich auf die Wiesen, wo wie gesagt ertragreich ist und die als relativ groß sind. Dann merkt man schon den Schwung, wenn du da hier gerade wie jetzt hier, das sind 4 Hektar, 4,5 Hektar am Stück bestimmt. Würde ich jetzt lügen, aber ich denke 4,5 Hektar am Stück. Also hier möchten heute mindestens 100 Rollen, 120 Rollen möchten hier heute fallen, sage ich mal. Ansonsten wird es mit dem Futter dieses Jahr knapp für die Tiere. Weil das Heu, was wir machen, das brauchen wir alles für die Tiere. Weil ihr wisst ja selber, die letzten Jahre waren nicht die bombastischsten im Gras. Und dadurch haben wir haben zwar, wie gesagt, den dritten Schnitt, aber uns fehlt halt dann auch schon wohl das Futter, sage ich mal, wenn jetzt der zweite Schnitt wieder nichts wird. Und ja, ich meine, bei den ganzen Kühen und Schafen, was wir jetzt mittlerweile haben, wird schon sportlich. So, jetzt merkt ihr es ja selber, wie es schön hängig wird. Ah, da muss man schon ein bisschen die Nerven bewahren. Hier rund bei dem Presser oder was fährt. So. Jetzt machen wir ja erstmal das Vorgewende. Das ist nämlich nicht ganz ohne die Wiese. Ich werde auch mal die Drohne steigen lassen. Da zeige ich euch die Wiese mal von oben. Mal gucken, vielleicht machen wir es auch so gleich bei den Ballen zum Fahren. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Mal gucken, je nachdem, wie ich jetzt gerade Zeit habe. Ja, ansonsten, wir waren gleich mal an der Wintergaste vorbeifahren, da werdet ihr auch sehen, Wintergaste ist schon relativ weit, also hängt schon die Köpfe halb runter. Ich würde jetzt mal eine Zahl in den Raum schmeißen, an 2,5-3 Wochen. Länger, denke ich, dauert es bei uns mit der Ernte nicht mehr. Also wenn man jetzt, wenn er rechnet, 12. Juni, 2 Wochen ist der 26. Und dann noch eine halbe Woche, also wird es erste bis zweite Juliwoche, sage ich mal, wenn es bei uns dann losgeht. Also wie gesagt, nicht mehr lange. Und wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr sogar dieses Jahr, das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben oder ich werde mal eine Umfrage machen, das muss ich mal noch gucken. Wenn ihr möchtet, nehme ich euch dieses Jahr bei jeder Frucht mal mit, wie das bei uns so abläuft. Gerade Raps, denke ich mal, ist für euch interessant oder Erbsen. Und da können wir euch ja mal mitnehmen, machen wir mal bei jeder Frucht. Kann der Hans mal zeigen, was man so bei jeder Frucht oder bei Mähdrescher einstellen beachten muss. Und alles, das können wir ja mal machen. Dann müsst ihr halt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Und dann machen wir das.
Ja, ansonsten, Johannes fährt wieder Presse. Den wird er dann, bei dem wird er nachher auch wieder reingeschmissen, sage ich jetzt mal so. Weil, ich sag mal so, ich wollte eigentlich heute Presse fahren, ich wollte heute mal einen entspannten machen, Johannes wollte nicht. Na gut, fährt er mal die wieder Presse. Fährt er mal die Presse, ja, ich bin doch schon total bekloppt, ey. Fährt er mal den Schwader, schönen Dank auch. So, jetzt machen wir hier mal das Vorgewende. Check, check. Und ich hätte mal Scheiben bützen müssen, ich sehe fast nicht mehr hinten raus. Ist ja übel. So. Ja, ich zeige euch gleich mal die Wintergaste, wenn wir hier ein bisschen was weg haben. Also die ist wirklich sehr weit schon. Also für die Jahreszeit sind wir schon wirklich relativ weit. Sonst, wie gesagt, also ich kenne es, wo ich klein war, war so 15. Juli, 16. Juli rum, war dann immer so Ernte. Weil da hat meine Tante Geburtstag, da war dann meistens Wintergastenernte. Aber jetzt so mittlerweile, also ich kenne es eigentlich nur noch. Wir haben auch schon, letztes Jahr war es glaube ich der 2. Juli. Davor das Jahr war es der 5. meines Erachtens nach. Und davor, davor das Jahr, warte mal, 2022, 2020, haben wir ein bisschen später gedroschen. Da war es glaube ich mal wieder der 10. Aber 2019, 2018 weiß ich, weil da war ich noch in der Schule, da gab es schon Sommerferien zu der Zeit. Da haben wir auf jeden Fall schon auch ein Jahr, weiß ich, im Juni gedroschen. War es glaube ich der 30. Juni, wo wir schon angefangen haben zu dreschen. Also es ist schon Wahnsinn, wie das Klima sich dagegen verändert. Jo, so, machen wir mal hier so ein bisschen schön gerade, genau, zack, zack, zack. Ja, so schön wie das Schwader fahren zwar ist, aber wenn man hier die ganze Zeit mit den Schwaden, also beim Silo ist es schön, wenn der Hans dann immer wegnimmt hier der äußersten Schwaden und du kannst rausschwaden, macht das Schwaden schon Spaß. Aber jetzt wie hier, musst du wohl da aufpassen, musst, dass du nicht den nächsten Schwad reinschwadest, macht das keinen wirklichen Spaß. Es könnte schöner gehen. Oder du brauchst halt einen größeren Schwader, wo du mehr Vorgewände hast. Weil wir machen ja hier, wir haben einen 8 Meter Schwad ist jetzt ungefähr. Und da musst du halt, sag ich mal, müsstest du drei Vorgewände machen. Wenn ich drei Vorgewände mache, ist die halbe Wiese weg. Sagen wir es mal, sind wir mal ehrlich. So. So, jetzt seht ihr das Ganze auch nochmal aus meiner Perspektive so ein bisschen halb. Schwader fahren hier, wie gesagt, erster Hebel linker Kreisel, zweiter Hebel rechter Kreisel. Dritter Hebel aus dem Einfahren, das meine ich halt mit diesen Hebeln, was wir beim 65-30 nicht haben, wo ich halt nur klick-klack-klick-klack mache die ganze Zeit. So, machen wir mal hier die kleine Ecke zusammen und dann gehen wir wieder hoch auf die große Fläche. Ja, ihr seht es vielleicht hier, wie abhängig, abschüssig das Feld ist, die Wiese ist. So, erste Kreisel hoch. Zweiter Kreisel hoch. So. Haben wir nämlich die ganzen Ecken schon rausgeschwadet dann. Kann ich mich nämlich dann voll auf die Fläche konzentrieren, obwohl die Fläche auch nicht mehr viel ist. Habe ich durch das zweimal Vorgewende ist da auch schon viel weg. So, jetzt machen wir da eins wieder vor. Die Klimaanlage können wir vielleicht noch wieder ins Rohr drehen. So, eins hoch, Rückwärtsgang rein und raus hier. So, Vorwärtsgang rein und hoch hier. Und voilà. So, seht ihr ja schon, da ist ja schon alles so gut wie es geht geschwadet. Jetzt machen wir mal hier noch fix die kleine Ecke zusammen. Und dann machen wir schon mal Bahnen. Bahnen, Bahnen, Bahnen. Ganz wichtig, Bahnen. So.
ansonsten kann man zum Schwaden, wie gesagt, eigentlich mehr nicht sagen. Das ist eigentlich eine selbsterklärende Sache, was der Schwader hinter uns macht. So. Also, einmal wieder umdrehen. Das ist Berge hier, das ist übel. So kommen wir hier hoch, ja. Ja, das probieren wir gleich mal. Und hoch. Hui! Ja, geht's. 6810 Power, warte, Huben! Schön mit der Drucklufthube. Ab geht die Party. Das ist ganz wichtig, Freunde. Drucklufthube ist Pflicht auf dem Hof Beisgar. Ganz wichtig. So. Machen wir hinten mal das Plateau noch zusammen. Ihr seht ja, wie das hier kopiert, das Gelände alles ist. Das ist übrigens auch die Wiese. Und mit dem Tino zusammen hat er das, glaube ich, das erste Mal geschwadet mit dem 6810. Das war damals dritter Schnitt, was wir da gemacht haben. Das Video verlinke ich euch mal, wenn ich es wieder finde. Hatte Tino damals hier mit uns gefilmt gehabt auf der Wiese, das weiß ich noch. Da hat er noch gesagt, er fährt das erste Mal schwadet und wir geben ihm die steilste Wiese. Da war er noch nicht in Rosendorf. Ja, hier seht ihr Wintergaste. Also das ist schon sehr weit. So, jetzt fahren wir. Guckt euch das mal an hier. Wie es hier schön den Berg runter geht. Wir sind auf Höhe des Hauses, ne? Wollte ich nochmal so gesagt haben. Wie es hier schön den Berg runter geht. Also hier ist, das ist hier Schwaden für anderes Level. Weil hier traut sich nicht jeder an den Berg ran. Hier habe ich, also der Johannes fährt auch ran. Aber der Opa zum Beispiel, der fährt erst gar nicht hier runter. Der hat da Angst. Der sagt, er will den Traktor nicht umschmeißen. Und deswegen ist das so meine Wiese hier eigentlich. So, und jetzt seht ihr auch, was ich meine, hier geht abschüssig runter, hier unten der Teich. Mal hier mit der Presse vorne lässt ihn raus, kannst du alle unten aus dem Teich wieder rausfischen, haben die Fische auch ein bisschen was zu fressen. Sag ich jetzt mal so. So, wie gesagt, machen wir jetzt mal hier schön zusammen. Und dann sehen wir uns beim Johannes in der Presse wieder.
hallo YouTube. Wir sind heute hier am Heu fressen. Wie ihr unschwer erkennen könnt. Ja. Nee, das ist auch scheiße. Warte, jetzt fange ich nochmal an. Ja, hallo YouTube. Hier ist der Johannes. Wir sind heute hier am Heu pressen mit unserer Krone, kommt prima. Und ein 6215er. Ja, durch das schöne Wetter oder die langen Trockenperioden jetzt in den letzten Tagen konnten wir schön Heu machen. Also das ist jetzt schon wieder später. Weil bei der ersten Aufnahme, die ich gemacht habe, da war irgendwie kein Ton, keine Ahnung warum. Ja, deswegen machen wir jetzt bei unseren letzten Wiesen, nehmen wir das nochmal auf, dass ihr auch von allem, also von Mähen, Schwaden, Pressen, Wickeln, irgendwas, nee, nicht wickeln, auch Aufnahmen habt. Und ja, wir hatten jetzt 2 Wochen immer Regen, also es war ganz schön nass, deswegen konnten wir nicht weiter Heu machen. Das ist das erste Heu, das haben wir ungefähr Anfang Juni gemacht. Und jetzt, das, was wir jetzt machen, das wäre jetzt schon Anfang Juli. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, wir haben jetzt auch schon angefangen mit Dreschen. Wintergerste, vorgestern. Aber jetzt ist bei unserem Mähdrescher, der Mähdrescher ist kaputt, der hat einen Reifen, hat ein Loch. Und der kommt erst morgen der neue, da dreschen wir das Wochenende erst. Ja, vielleicht kommt da auch noch ein Video, ich weiß es nicht. Und ja, da haben wir jetzt zwischenzeitlich noch so ein bisschen Heu gemacht. Wir machen zwischenzeitlich noch ein bisschen Heu. Ja, ertraglich liegt sehr viel. Also es liegt sehr viel Gras dort. Es schleift alles schon unter dem Traktor unten durch. Also es liegt eigentlich so schön zu pressen, weil halt dadurch, dass es so große Schwaden sind, schiebt sich das manchmal so ein bisschen unterm Traktor auf und das kommt dann eher so puffenweise in den Traktor rein und nicht so schön gleichmäßig, in die Presse rein, sorry. Ja, nicht so gleichmäßig, wie man es eigentlich wünscht, aber bei Heu ist das jetzt, sagen wir, nicht so schlimm, weil der Pressen war eh sehr locker. Und ja. Müde, ey. Naja. Ja, Ballen machen wir auf 1,25 Meter, wie immer. Ist schon eine schöne Größe für uns. Wir pressen ungefähr mit 30 bis 40 Bar Druck. Ist nicht zu fest, aber es geht. Ja, Martin ist auch mit hier, der tut die Ballen, weil das hier die letzten Wiesen, das sind auch viele Hänge und Teiche daneben. Und wir hatten es in den letzten Jahren, dass halt auch mal ein Siloballen oder Heuballen halt auch mal baden gegangen ist. Und deswegen versuchen wir jetzt halt immer, dass hier einer der Presse gleich hinterher fährt, der die Ballen praktisch sowieso ein bisschen abfängt. Dass man halt jetzt wie beim Heu, wo wirklich der schnelle Ball voll ist, dass man da nicht alle 5 Minuten irgendwo hinfahren muss und den Ballen abladen muss oder raushauen, weil das hält wirklich stark auf und so ist man einfach viel schneller. Ja. So. Wege noch zusammen. So, jetzt gucken wir, welche Ballen wir hier gemacht haben. 10. Oh, Creme eintragen. Ja, wir machen auch eine Ballenliste, damit man überall weiß, wo, wie viel man wo hat. Gerade auch, wenn wir jetzt, wenn wir Silo machen und die gleich zusammenfahren, weiß immer der zusammenfährt, genau,
wie viele Ballen wo liegen. Deswegen machen wir da, macht der Pressenfahrer dann eine Liste und da wählen wir das immer gleich. Ja, so viel gibt es ja eigentlich zum Heu nicht zu sagen, ist halt trockenes Gras. Wisst ihr ja eigentlich alle, wie es funktioniert. Ja, ich fahre halt auch nicht so schnell, weil wie gesagt viel Futter da liegt. Ist jetzt auch nicht mehr so grün das Heu wie das erste, was wir gemacht haben, weil durch jetzt sage ich mal einen Monat Pause zwischendrin oder vier Wochen ist das Gras ja trotzdem weiter gewachsen, wo bei den ersten Heuwiesen steht ja schon der zweite Schnitt, den kann man jetzt, wenn wir einen zweiten Schnitt machen, schon mit zivieren. Da ist hier ja gerade mal frisch gemäht. So, und das Heu ist halt auch schon sehr alt oder das Futter und dadurch ist auch viele Halme gelb geworden und da ist halt, deswegen ist das nicht mehr so grün. Man hat auch, sag ich mal, nicht mehr die schöne Qualität wie am Anfang, wo das so schön saftig grün oder so sehr grün noch aussah. Also ist auch Top-Qualität, weil es hat nicht reingeregnet oder so. Aber es ist halt nicht das wie vor vier Wochen. Ich habe das in den alten Aufnahmen auch schon gesagt, wenn wir jetzt drechen, wisst ihr, ich fahre ja Mähdrescher, wenn wir jetzt drechen, könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ich weiß nicht, ob ich Silo gesagt habe, ich bin beim Heu, könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr alles beim Drechen so sehen wollt, weil ich finde das irgendwie immer besser. Wenn ich vorher weiß, worüber man reden kann oder reden soll, was die Zuschauer interessiert, als wenn man dann, sag ich mal, selber sich was einfallen lassen muss, was so andere Leute interessiert oder was man jetzt hören will. Deswegen könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so sehen wollt, wie Mähdrescher allgemein funktioniert oder Wartung und Pflege, was ich so Vormittag, mit was ich mich den ganzen Vormittag mit Mähdrescher so beschäftige oder welche Fruchtarten ihr mal speziell sehen wollt oder wie stellt man richtig Mähdrescher ein. Ich meine, ich kann auch noch nicht so viel sagen. Ich fahre erst jetzt das zweite Jahr, aber ich denke mal so für Leute, die jetzt gar keinen Plan davon haben, habe ich schon ein bisschen, kann ich da schon was sagen. Und ja, könnt ihr ja ruhig mal sagen, worauf da mal eingegangen werden soll. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Oder ich glaube, der Martin verlinkt auch mein Instagram, da könnt ihr mir auch bei Instagram oder so schreiben. Habe ich kein Problem mit. Ich antworte da eigentlich auch schnell oder wenn ich es gelesen habe, seht das ja auch. Und wenn ihr so Fragen habt, könnt ihr auch mal schreiben. Jetzt geht's am Berg hoch. Ja, wie ihr seht, ja, also da unten fährt der Martin. Da. Oh ja, das ist ganz schön hängig hier. Also wenn man aufs GPS guckt, warte, bei Anwendung. Und war ja hier auf Starfire. Jetzt drauf gehen. Ja, dann haben wir hier einen Rollwinkel. Das seht ihr hier unten.
Rollwinkel von 16 Grad und Steigungswinkel von minus 2,2, keine Ahnung was das heißt. Aber 16 Grad zur Seite ist schon ganz schön schräg. Ja, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja. Schöne Aussicht, schön viel Teiche. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn ihr bei Mähdrescher irgendwas mal wissen wollt oder wie der Mähdrescher so funktioniert, könnt ihr ruhig sagen. Mach ich. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Das war's mit der Heuernte. Hier seht ihr noch einen Teleskoplader. Ich fahr gerade noch ein paar Ballen zusammen. Ja, das war's diesmal mit der Heuernte. Ich hoffe, euch hat das Video sehr gefallen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Und wie gesagt, Bio sind unsere Instagram- und Facebook-Kanäle verlinkt. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich, wenn alles gut geht, zur Ernte wieder. Und bis dahin, tschüss und ciao.